Mitschniat, großartiges Spiel Ihrer Mannschaft, leidenschaftlich gekämpft, leidenschaftlich gelaufen. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Wie enttäuscht ist man da auch als Trainer? Ja, klar ist man enttäuscht, aber ich glaube, man kann auch sein, dass man richtig stolz ist auf die Mannschaft. Das, wovon wir immer geredet haben, dieses Wir-Gefühl, war nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum spürbar. Und ich glaube, es war ein super Pokalfight und alle gehen heute bis auf das Ergebnis zufrieden nach Hause. Spiel ähnlich wie vorher in der Erfolgsserie, ja auch jetzt 4 Spiele ja ungeschlagen in der dritten Liga. Die Abwehr steht, das Defensivverhalten hat sich deutlich verbessert und ist, ich habe es gesehen, wird zu sehen, das Entscheidende auch der Verbesserung des Spiels. Ja, absolut, das gibt immer Sicherheit, weil wenn du sonst einen Rückstand daherläufst, wird es immer schwierig und deswegen haben wir uns ja in den letzten Wochen darauf beschränkt, die Abwehr erstmal zu stabilisieren. Ist uns, glaube ich, heute wieder gut gelungen. Wenn du 120 Minuten nur ein Tor kassierst, kann man davon auf jeden Fall vom Erfolg sprechen. Von den Torchancen her muss man ja sagen, ob Hamburg 70% Ballbesitz, war es nicht unverdient. Trotzdem hatte Ihre Mannschaft fast 3 gute Möglichkeiten in den letzten 2 Minuten der regulären Spielzeit. Haben Sie da gedacht, das wäre der Lucky Punch gewesen? Ja, genau. Das hätte so perfekt zu dem Abend gepasst, dass du hinten raus dann noch eine Torchance bekommst und die dann nutzt und dann ist Feierabend. Dem war leider nicht so. Deswegen mussten wir mit dem Mittagsschießen uns geschlagen gegeben. Aber wie gesagt, das wirft uns auch nicht um. Das Spiel hat viel Kraft gekostet, merkst du mal, schon den Spielern, Langert konnte nicht mehr gehen, Buschelab hat deswegen wahrscheinlich auch keine Elfer geschossen. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie die kräftemäßig wieder hinkriegen bis zum Essensspiel, die meisten Spieler? Ja, das kriegen die Jungs auf jeden Fall, die sind alle sehr, sehr jung und wir haben ja auch eine richtig gute Bank. Wir können nicht immer davon reden, dass wir eine gute Bank haben, wir nutzen die Spieler aber nicht und wie gesagt, vielleicht gibt es da ein bisschen Rotation und dann wird das alles relativ entspannt sein. Wort zum Elfmeterschießen noch, bitter für Fabian Klos, er hat nie ein Elfmeterschießen verloren bei Arminia und ist eigentlich ein sicherer Schütze. Für ihn auch noch bitter, so mit 36 gefasst, ne? Ja, auf jeden Fall, aber ich mache ihm da keinen Vorwurf. Wie gesagt, man muss immer wieder die Verantwortung übernehmen, das hat er gemacht. Und wie gesagt, irgendwann ist irgendwie immer jede Serie zu Ende. Das war heute leider so und deswegen gehen wir als Verlierer nach Hause. Ärgerlich fand ich noch als die Niederlage, die Verletzung von Sarah Rembazé. Was ist mit ihm? Haben Sie schon eine erste Diagnose? Da packte sich ja ans Knie, sah irgendwie nicht so gut aus, ne? Ja, genau, das Knie ist direkt angeschwollen. Er hat auch ein schlechtes Gefühl gehabt, deswegen müssen wir mal warten, was beim MRT rauskommt. Ich denke mal, so in den nächsten 200 Tagen wissen wir dann ein bisschen mehr. Okay, das wäre natürlich bitter, wenn der länger ausfallen würde jetzt. Ja, so ausfallen wird er definitiv erstmal. Ich hoffe, dass es nicht länger ist, aber wir müssen halt die Untersuchung abwarten. Okay. Mitch Kniat, danke für das gute Spiel, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Danke auch.